Historisch niedrige Zinsen auf der einen Seite, eine sich abschwächende Weltkonjunktur auf der anderen Seite, ein guter Zeitpunkt, sich mit grundlegenden Themen der Vermögensstrukturierung zu beschäftigen und von all den komplexen Themen auf die Basis herunterzugehen. Zunächst einmal sollten wir uns fragen, welcher Teil meines Vermögens soll eigentlich wie aufgestellt sein? Und ich habe Ihnen hier vier einfache Bereiche mitgebracht, anhand derer Sie das für sich plausibilisieren können. Zunächst stellt sich die Frage, mit welchem Anteil Sie im Produktivkapital investiert sein wollen. Das sind beispielsweise Aktien, nicht börsengehandeltes Eigenkapital wie beispielsweise Private Equity, aber auch die zu Kapitalanlagezwecke vermietete Immobilie gehört in diesen Bereich. Hier tragen Sie die Chancen als Unternehmer, aber Sie tragen auch sämtliche Risiken, die die Konjunktur und viele andere Bereiche mit sich bringen. Auf der anderen Seite könnten Sie Ihr Kapital einfach bei der Bank liegen lassen. Sie könnten hier entsprechend Zinsen empfangen, sofern es welche gibt. Sie könnten sichere Anleihen kaufen und dementsprechend sehen Sie auch schon hier, wir haben einen offensichtlichen Widerspruch zwischen dieser Eigenkapitalposition, die natürlich auch mit Fremdkapital versehen werden kann, gegenüber der reinen Gläubigerposition. Auf der zweiten Stelle müssen wir uns fragen, wo möchte ich denn Sachwerte besitzen und wo Geldwerte? Wir stellen natürlich fest, hier gibt es einige Überschneidungen mit der ersten Ebene, aber wenn Sie beispielsweise an Gold denken, dann sind wir uns einig, dass Gold natürlich einen Sachwert darstellt, aber auf der anderen Seite ist natürlich kein produktives Vermögen ist, weil Gold natürlich nichts produziert, es hat keinen inhärenten Cashflow und dementsprechend natürlich ein deutlicher Unterschied beispielsweise zur Aktie oder auch zur vermieteten Immobilie. Auf der nächsten Ebene oder an dritter Stelle muss man sich die Frage stellen, wo möchte ich denn die Chance auf einen Kaufkrafterhalt haben, also wirklich meine Kaufkraft hier zu erhalten und auch langfristig zu steigern und wo bin ich nicht bereit, hier die Schwankungsrisiken einzugehen, eben diese Schwankungen, die ganz normal sind, die Sie bei vielen Vermögensklassen typischerweise eben haben. Also Kaufkrafterhalt versus Preisstabilität, das ist aktuell ein massiver Widerspruch. Alles, was Ihnen die Chance bietet, Ihre Kaufkraft langfristig zu steigern, das schwankt und ist dem Preis nicht stabil. Alles, was preisstabil ist, hat keine Chance, die Kaufkraft zu erhalten, respektive zu steigern. Im Niedrigzinsumfeld und im allgemeinen Tenor dessen, dass die Welt heute vernetzter ist, dass wir Preisschwankungen und auch Nachrichten deutlicher und brutaler wahrnehmen, gibt es natürlich Auswahlmöglichkeiten. Man könnte auch sagen, hier gibt es die Flucht in illiquide Vermögenswerte. Vereinfacht gesprochen, bin ich hier eben bereit, mein Kapital längerfristig wegzulegen, um die Schwankungen nicht mehr zu sehen. Emotional ist das natürlich ganz angenehm. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, ob die Risiken nur deswegen geringer sind, weil man sie nicht regelmäßig wahrnimmt. Vereinfacht gesagt, wenn Sie den Preis eines Vermögenswertes eben seltener messen, dann ist die Schwankungsbreite natürlich niedriger und das Risiko wird als geringer wahrgenommen, was es in vielen Fällen aber natürlich nicht ist. Das heißt, aus diesem Aspekten, diesen vier Ebenen, stellen Sie verschiedene Trade-offs fest, verschiedene Wechselwirkungen, die wir berücksichtigen müssen. Aber wenn Sie das mal für Ihre eigene Einstellung durchgehen, für Ihre eigene Vermögensstruktur, dann werden Sie sehr schnell feststellen, ob Sie so aufgestellt sind, wie Sie sich das vorstellen oder ob es hier vielleicht Handlungsbedarf gibt. Ich glaube, aktuell, das ist ein guter Zeitpunkt, sich mit den Basics hier an dieser Stelle zu beschäftigen. Ansonsten stehe ich Ihnen gerne für Rückfragen und Anregungen zur Verfügung. Machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.